Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia 2. Nachdem wir letztes Mal so ein bisschen, ja, bisschen deprimiert sein durften, machen wir uns nun auf den Weg, Malphis zu treffen. Ich bin gespannt. Ohne Scheiß. Ich bin echt sowas von gespannt. Black. Gotta work even harder. Ich frag mich echt, wie lange dieses Spiel noch gehen wird. Nicht, dass ich ungeduldig wäre oder so, aber mich würde das echt interessieren, weil es fühlt sich für mich an, als hätten wir die Hälfte des Spiels jetzt schon durch. Ich meine, wir haben jetzt Ryudas Vergangenheit erfahren. Wir müssen das Schwert finden, wir haben Malphis gefunden. Ja, so ein bisschen wie der Endboss scheint, aber da ich hier auch damals Grandia 1 gespielt habe, weiß ich, dass das, was wir jetzt vielleicht als Endboss denken, also Malphis, nicht der Endboss sein muss. Zum Beispiel bei Grandia 1 war dann der Endboss doch noch ein Stück weit größer, was ich sehr erstaunlich fand. An sich hat mir da das Ende sehr gut gefallen. Also wirklich sehr gut und ich habe da echt jede Minute mitgelitten. Protect. You better practice if you want to beat me. Oh.
Luminance 7401. Luminance 7401. Flügel vertragen echt viel. Scheint mir stark zu sein. Scheint wirklich aus stark zu sein. Light blue. Luminance 7401. Light blue. You better practice if you want to beat me. Ich weiß nicht, was ein Makibishi ist. Ja. Wir müssen also hier lang, okay. Yeah.
Lightning, lend us your power. Light blue. Sie verbraucht echt viel MP. Doch mal hier für Loot liegen könntest. Was ist das für ein Ding? Leute, dies zeigt die hässlichsten Monster. Menschenfressende Bäume. Okay! Light blue. Ist das schön, die Katze gerade hier bei mir zu haben? Nee, Skippy. Jetzt weiß ich, was das auch für Geräusche waren. Menschenfressende Bäume. Merkt euch das, Leute? So klingen menschenfressende Bäume.
gut, was für eine nasse Schnauze. Darin bist, Sachen aus dem Dingens rauszuziehen. Nee, wegen lass mal mal, ne? So, wir gucken mal, ob wir Tiro mit diesen. Yep, mit den Doppelmonden ausrüsten können. Können wir. Okay, und dieses beautiful Ding ins Kino einfach nur wieder verkaufen. Der hat mich erschrocken. Okay, ich wurde überrascht. Naja. Protect. Light blue. Yeah.
Oh, life-bearing water! Habe ich jetzt sicher auch von hinten erwischt. Ja. Der Kater und seine Kisten. Zur Erklärung, ich habe jetzt gerade eine Kiste, eine große Kiste. Eine riesige Kiste. Und, ja, der Kater bevorzugt ist da ein bisschen. Hey, you okay? Cool. Ryudo ist jetzt der Healer. Hey, you okay? Hätte nie gedacht, dass er mal so fürsorglich werden könnte. Übrigens immer noch abstimmen, welches Spiel nach zum Beispiel Tales of Vesperia. Ich glaube, das wird das letzte sein, was wir dann fertig haben nach Also welches wir spielen können, dazu müsst ihr nicht viel tun. Also, ich kann nichts zu sagen. Also eigentlich müsst ihr dafür nur auf Patreon, sagen wir, 1 Euro monatlich spenden oder $1 monatlich spenden. Und dann könnt ihr mitentscheiden, welche Spiele als nächstes Let's Played werden sollen. Also gibt es immer ein exklusives Voting. Da könnt ihr mitwählen.
Natürlich werden dann auch mal Spiele vom letztmaligen Voten, Voting übernommen. Voten. Ja. Ist wie gesagt nur eine kleine milde Gabe. Damit finanziere ich mir dann zum Beispiel Stuff zum Let's Playen oder eben auch mal besseres Equipment. Wäre das auch toll. Memphis besiegen können. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Ich finde hier Sachen und habe keinen Plan, was ich hier genau finde. Grapefruit. Okay. Nein. Wow, Skippy, hast du mich erschrocken. Springt der da aus dem Karton? Dong, dong. Wait.
jetzt nimmt sie natürlich nur die eine. Oh Lightning, lend us your power! Light blue. Wow, das war cool. Das war cool. Theo ist echt fast. And furious. You better practice if you want to beat me. You better practice if you wanna beat me. In die Mountain Road 2. Vielleicht haben wir da noch einen Speicherpunkt und dann schauen wir uns das nächste Mal an. Ja, sieht mit den Speicherpunkten wieder sehr nice hier aus. Oh, hallo, Körperschwanz. Rattlesnakes. Schon wird da. Ach, da bist du, Skippy. Hier bist du, mein Schatz. Komm her. Luminance 7401. You better practice if you want to beat me. Sieht auch aus, als wären hier die Grana Cliffs. Hm.
Light blue. Light blue. Katze. Okay, hier waren wir schon. Mal langsam vorbei. Dunkle Rüstung. Skippy, du neugieriges Stück. Oh, Flames of Sun. Obwohl, versuchen wir es doch mal damit. Komm schon. Ja, die gehen wir noch ein Stück weiter auf. Oh. Oh, holy tongues of fire! Wie so ein Mädchen. Light blue. Liebes Spiel, ich bräuchte wirklich dringendst einen Speicherpunkt. Würdest du so nett sein und mir einen providen? Ich weiß, du hast dich da vielleicht ein bisschen
seliger und unlieb, aber... Entschuldigung. Entschuldigung, Skippy. Ein bisschen blöd gerade ans Gebiet gekommen, deswegen natürlich. Du warst nur Fox, die mich eines Abends des Todes kratzt. Das hat jetzt sehr viel Sinn gemacht. Gotta work even harder. Yeah.
Mist. Everything's fine! There you go! Dankeschön, Elena, den letzten Schlag. So. Jetzt muss ich aber mal wieder diesen typischen Cut machen. Ich komme einfach nicht an Speicherpunkt. Ja, das war's für diese Folge. Leider habe ich keinen Speicherpunkt gefunden. Wie immer wird es dann so laufen, dass ich demnächst dann einfinde. Ich danke euch fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.